Hauptsache die Platte läuft nicht voll, aber bei Dragon Age passiert das nicht so schnell wie bei Siedler, wie ich feststellen durfte. Hey, Quartiermeister! Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Ich habe zufällig Ausrüstung, gefunden. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Erstmal Geld. Was haben wir denn hier? Das können wir jetzt ertragen. Erstmal verkaufen wir das ausbalancierte Großschwert. Das tut mir leid, aber brauchen wir nicht. Langbogen Esche. Wir prüfen erstmal, was wir gerade tragen. Inventar. Wir müssen auf jeden Fall Waffen. Flachklinge der Chazint. Sieht auch ganz schnieke aus. So, dann haben wir hier den Langbogen Ulme und Langbogen Esche. 16 Geschicklichkeit. Schaden 6, 6. 6. Treffen. Der ist an sich besser. Verkaufen wir auf jeden Fall. Aber den können wir noch nicht tragen. Weil er Geschicklichkeit benötigt. Dann verkaufen wir den. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Ich brauche Geld. Also zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Natürlich. Okay. Waffen. Verkaufen wir erstmal unser altes Großschwert. Das braucht auch keiner mehr. Und einen Langbogen. Den Rest behalten. Von den Dolchen, ganz ernsthaft. Behalten wir einen. Ne, wir wollen zwei verkaufen. Rüstungen. Verfestigt. Oh, einen Moment mal. Inventar. Rüstungen. Kettenrüstungsschlüssel, Graueisen. Zack. Kettenrüstung, Graueisen, zack. Haben wir dem wirklich die Rüstung geklaut? Ich sag gar nichts dazu. Blutdrachen, Plattenrüstung. 38 Stärke, schade. Kettenrüstungshandschuhe. Zack. Helm gibt's noch nicht, oder? Nee, aber dafür können wir den ganzen Kapitel jetzt verkaufen, den wir in der Tasche haben. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Nein, ich kann aber eine ganze Menge verkaufen. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Also, Rüstung. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles weg. Alles weg, dann kommen wir an Geld. Die verfestigte Rüstung ist nicht so gut wie unsere. Zack. So. Waffen. Hast du da irgendwas, was wir gebrauchen können? Großschild aus Eisen. Ach nee, das sind die. Können wir unseren Schwachsinn verkaufen? Handwerk. Andere. Wolfsfell, was kann man damit machen? Verkaufen wir einfach. Was ist bei andere? So, so. Malachit. Und wenn... Auch weg. Zack. Einfach den ganzen Kapitel verkaufen, den wir nicht gebrauchen können. Jetzt haben wir ein Gold. Was können wir damit machen? Waffen. Gibt's da vielleicht einen guten... Komm, schauen wir uns mal die anderen Gegenstände an. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Ausrüstung ja, aber erstmal lasst mich mal eure anderen Waren sehen. Solange ihr es für euch behaltet. Aber sicher, wenn ein guter Zweihänder dabei ist, mache ich alles mit. Hammer. Da ist unsere Flachklinge besser. Bolzen, Langbogen aus Eibe. 18 Geschicklichkeit, das, und eine Streitaxt, die man verbessern kann. Rüstung, was haben wir denn hier? Schwere Kettenrüstungsstiefel.
Wir haben normale Kettenrüstungsstiefel. Das können wir vergessen. Ein metallener Großschild. Schilde können wir vergessen, aber Tränke hast du doch ein paar gute. Wundumschläge. Normale. Ziemlich teuer. Wärmebalsam. Erhöht kurzzeitig die Resistenz des Anwesens gegen Feuer. Steinsalbe, schwache Natursalbe. Verletzungsausrüstung. Ach du Kacke. Dann zeig uns doch mal deine normalen Waren. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Zeig mir, was du anzubieten hast. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. So, was verkaufst du? Schwacher Wundumschlag. Alle. Schwache Verletzungsausrüstung. Nehmen wir erstmal alle. Ist ein bisschen übertrieben. Doch, wir müssen alle nehmen. Das ist zwar sauteuer, aber na gut. Mabari-Kekse. Alle beide. Pläne für die Fallen, ja. Magier. Armbrust, Esche. Reichweite 42. Das könnten wir vielleicht als Fernwaffe nehmen. 6-6. 8-8. Komm. Verkaufen wir für den Langbogen hier. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Vor allem, das haben wir die Armbrust wieder verkauft. Aber zum Glück wieder zum Originalpreis. Wäre auch noch schöner gewesen. So. Ach, jetzt habe ich auf C gedrückt, nicht auf I. Ich bin auf dem Neverwinter eben. Oh, jetzt haben wir eine ganz schöne. Kann man auch das in die Nebenhand setzen? Nein. Nehmen wir den verzauberten Goldschatten und haben jetzt die Armbrust. So. Jetzt sind wir natürlich besser ausgerüstet. Gehen aber zurück auf unsere Zweihandwaffen und. Ach Mensch, da war ja der Hundezwinger. Da können wir auch noch hin, bevor wir zum Zelt des Königs gehen. Hey, Kollege! Seid gegrüßt. Seid ihr einer der grauen Wächter, die in der Wildnis waren? Habt ihr zufällig weiße Blumen gesehen? Ja, habe ich. Ich habe sogar eine mitgenommen. Ich kann nicht beschwören, dass die Blume meinen armen Hunden helfen wird. Aber einen Versuch wäre es wert. Ich habe, mal sehen, 20 Silber, die ich euch als Belohnung anbieten könnte. Das sollte reichen. Dann vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht verlieren wir doch nicht so viele Hunde, wie ich befürchtet hatte. Kohle, Kohle, Kohle. Na, wer kennt's? Habe ich denn noch irgendwelche Quests offen? Na, was haben wir noch da? Ostager, nach dem Beitritt. Schließe dich dankend bei der Strategiebesprechung an. Du hast den Beitritt überlebt und bist nur ein grauer Wächter. Wenn du soweit bist, solltest du dich dankend bei der Besprechung der Kampfstrategie anschließen. Der König wünscht offenbar, dich erneut zu sprechen. Hier speichern wir mal ab. Sicher ist sicher. LP. Oder warte mal. Neuer Spielstand. Wo können wir denn nach? LP-1. Speichern. Da ist das Zelt des Königs. Das Zelt des Söhnen. Wir müssen aber gar nicht zum Zelt. Wir müssen dahin. Ach ja, einfach mal dem Fall in der Karte folgen. Wenn wir mit 6 Frames durch die Gegend ruckeln, das wird ja immer besser hier.
müsste eigentlich eine Aufnahmepause machen und die Platte überprüfen, aber das Spiel macht gerade so einen Spaß. Ach so, hier lang müssen wir. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kalen. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Orlais? Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der junge Lord aus Hyre, bei dem ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Vielen Dank, Euer Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kalen. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicher zu gehen, dass sie erledigt wird. Wollt ihr sagen, ich werde nicht in der Schlacht kämpfen? Wir brauchen das Leuchtfeuer. Sonst wissen Logans Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Seht ihr? Wir alle ernten unseren Ruhm. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, danke? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kalen, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Wo genau ist der Turm von Ishal? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Wie viel Zeit haben wir? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde.
Ich weiß, was ich zu tun habe. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. So, dann machen wir uns mal besser auf. Also, wo müssen wir lang? Da. Quest aktualisiert. Haben wir noch irgendwelche anderen Quests? Der Turm von Ischall. Entzündet das Leuchtfeuer auf im Turm von Ischall. König Kellen hat dich und Alistair damit beauftragt, das Leuchtfeuer zu entzünden, sobald die Horde der dunklen Brut den Kampf aufgenommen hat. Sobald sie dieses Signal sehen, werden Tyrion Logans Männer die Horde der Horde in die Flanke fallen. Irgendwie in den Sequenzen wirkt das immer, als hätte ich hier graue Haare. Ich verstehe es nicht. Das liegt vermutlich an den Texturqualitäten. Naja. Aber wir haben den Hund. Und das ist schon mal was Gutes. Ja, genau. Bleib doch da hängen. Was auch. Oh. Wir sind schon da. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Schützen!